Hallo und willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich werde in den nächsten Tagen ein wenig für euch vloggen. Ich bin nämlich in Kopenhagen. Da ist die Fashion Week und dann, also ich bin dort 2 Tage und dann fliege ich nach Frankfurt. Da ist noch ein Event. Also ich werde jetzt sozusagen die nächsten 3 Tage für euch vloggen. So krass. Mein Koffer wiegt 20 Kilo für 3 Tage. 20 Kilo und ich habe gestern nichts anderes gemacht, außer den ganzen Tag zu überlegen, was ich anziehen soll. Und dann hatte ich 3 fixe Outfits und irgendwie am Ende bin ich nochmal eskaliert und dachte mir, oh Gott, was ziehe ich denn da an? Und habe so viele Sachen mitgenommen, jetzt wiegt mein Koffer einfach 20 Kilo. Ja, egal, ich darf ja 23, deswegen passt. Ist okay. So, wir sind jetzt am Flughafen angekommen und holen uns noch kurz was bei Dean und David. Ein Kaffee geht immer. Wir sind jetzt in Kopenhagen angekommen und sind direkt hier vor Joey and the Juice. Und ich habe mir natürlich ein Tuna Cardo bestellt, so lecker. Und ein Go-Away-Dog Karottensaft mit Ingwer und Apple. Genau, was hast du bestellt? Prince of Green habe ich bestellt. Pineapple, Lemon und Gurke. Ja, hat nur 65 Kalorien. Ach ja, oha, stimmt. Also mein Saft hat einfach 260 Kalorien. Und deiner hat einfach nur 65. Ah, schau an. Krass. Wer von uns wollte Diät machen? Ich. Ups. Hat lang gehalten. Echt? Ah ja. Okay, Leute, ich mache jetzt mal einen Taste-Test. So sieht es aus. Kann das was? Sehr lecker. So, ich musste mich jetzt tatsächlich voll beeilen, weil wir waren noch kurz bei Zara und ich habe 2 schwarze Kleider gekauft und ich bin schon fertig gemacht, geschminkt und habe mein Outfit an. Sieht so aus. Ich habe so eine Vintage-Jacke an, dann eine pinke Tasche von Ganni, dann eine Hose von Mango, meine hohen Boots und diese neue Sonnenbrille. Genau, let's go. Okay, wir sind jetzt angekommen und es regnet so krass draußen. Und die Show ist, dreimal dürft ihr raten, draußen. Also, warte, ich zeige euch das mal. Man soll da sitzen. So, es regnet so krank, also da bin ich raus, Leute. Jetzt räumen die Stühle weg, weil denen wahrscheinlich klar ist, dass man draußen nicht sitzen kann. Und man kann unter den Schirmen stehen. Und wir sind jetzt hier gerade, glaube ich, in einem Bereich, wo wir eigentlich gar nicht sein dürften, weil hier ziehen sich die Models um. Ja gut, haben wir einen Regenschirm? Oder? Nee, ich habe meinen Regenschirm nicht dabei. Hätte ich mal mitgenommen. Ich sitze gar keinen, ich verliere meine Knirps immer. Wir sind jetzt gefahren und haben uns die Show nicht angeschaut, weil es krass geregnet und windet und man steht da draußen unter so einem Schirm und es war einfach saukalt. Deswegen sind wir gefahren. Ja, voll schade, aber hätte keinen Sinn gemacht, tatsächlich. Ja, so ist es nun mal. Okay, wir sind jetzt in so einem Laden und ich habe Fusselrollen gefunden. Echt so schon den ganzen Tag nach so einer scheiß Fusselrolle. Und habt ihr jetzt gefunden? Yay! Kann mein Blazer abfusseln. So, also ich mache mich jetzt fertig für das Event heute Abend. Und zwar sind wir ja bei einem Dyson-Dinner. Und ich mache jetzt natürlich meine Haare mit meinem Dyson Airwrap. Und nehme hier auch noch parallel ein TikTok-Video auf. Und ja, genau. Zeige euch danach mein Outfit und wie ich mich geschminkt habe. Ich glaube, ich mache mir einfach so ein Blowout. So mit ein bisschen Schwung hier unten. Und ja. So, also wir warten jetzt auf ein Taxi und fahren zu dem Dyson Event. Ich werde euch auf jeden Fall dort auch ein bisschen mitnehmen. Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, was ich anhabe. Ich habe so ein Kleid von Zara an, das ist so kurz, dann ein Blazer, so schwarze Jeans und meine Gunny-Tasche. Sag mal eigentlich Gunny oder Johnny? Was?
Lina ist auch am Start. Hallo. Ich glaube Garni. Ach übrigens, ich habe euch gar nicht erzählt, was vorhin war. Wir sind ja früher von der, also ehrlich gesagt sind wir ja gar nicht bei der Show geblieben und sind dann in ein Taxi gestiegen und wollten zu so einem Café fahren. Und was war dann? Wir sind so gefahren und hatten einfach einen Unfall. Da hat einfach der Taxifahrer eiskalten Radfahrer überfahren. Also der lebt, der ist auch aufgestanden und so, aber es gab so einen Knall und wir haben uns so erschrocken und der Taxifahrer hat halt auch direkt so richtig krass geschrien, er so, nein. Ja, aber alles gut gegangen, ja, das war krass und jetzt ist unser Taxi schon gekommen. Okay, wir sind jetzt hier angekommen und ich weiß nicht, ob wir schon rein dürfen. Es sieht so schön aus, mein Gott, wow. Hier ist auf jeden Fall eine Styling-Lounge. Man kann sich hier selber stylen und ja, die Haare machen und schaut mal, hier sind alle Aufsätze und Sweatshirts machen. Ich werde jetzt meine vordere Locke wieder erneuern. Okay, also wir haben unsere Plätze gefunden und schaut mal, so sieht es hier aus. And basically, und schaut mal, wer hier unten ist. Putting rollers in, letting it cool down with the hours in the chair. With the air, we get there really quickly, even the big hair. What a credible Thank you, Matilda. Thank you. So with that, we will bring it to a close. Thank you so much for having us. It's been a pleasure hosting you guys. Ich habe schon probiert. You guys come here and listen to you. But we invite you to join us. Thank you. Es ist Mitte August. Und Anfang August. Guten Morgen, wir sind jetzt gerade unterwegs und zwar gehen wir frühstücken und gestern habe ich eigentlich gar nicht mehr gefilmt, weil wir sind dann um 12 Uhr, glaube ich, zu Hause, also im Hotel angekommen und sind direkt schlafen gegangen und es ist einfach so windig hier. Ja, wir gehen jetzt frühstücken und dann haben wir, glaube ich, um 16 Uhr unsere erste Show und am Abend sind wir noch bei Kaya. Okay, Leute, so sieht die, hier die Speisekarte aus. Aber man braucht immer Instagram, finde ich, um die Bilder abzuchecken. Leute, es ist einfach die Sonne rausgekommen. Richtig schön jetzt. Ganz anderer Vibe hier in Kopenhagen mit Sonne. Davor war es... Jetzt mag Chessie es auch. Jetzt ist es ganz schön. Ja, wenn es warm ist und die Sonne scheint, dann ist es immer anders. Viel schöner. Wir laufen hier gerade durch die Stadt zu einem Showroom, glaube ich, oder? Ja. Showroom? Von? Von Stan. Ihrem Mund hängen. Ah, okay. Sag mal, Nina, was hast du gestern bei Dyson gelernt eigentlich? Ich habe gelernt, dass es ein Gerät gibt, was den Friss wegmacht. Oh ja, das will ich mir aber auch kaufen. Das fand ich cool. Das will ich mir am liebsten heute kaufen. Dann habe ich gelernt, dass es einen neuen Produktlaunch gibt bald. Darf ich aber, glaube ich, noch nicht sagen. Darf ich das sagen? Doch, das ist auch schon in Amerika und das gibt es schon. Okay, das ist ein sehr geiles Produkt, was die Haare föhnt und gleichzeitig glättet. Ja, voll. Das war sehr geil. Und was ich gelernt habe, dass man die Haare nur bis 150 Grad strapazieren sollte und die ganzen Tools von Dyson gehen nur bis 150 Grad, oder? Und dass man bei 80% trockenen Haaren die besten Ergebnisse mit den Dyson-Produkten erzielt.
Genau, also wir haben eigentlich echt viel gelernt. Cool. Das ändern wir jetzt alles in der Haarroutine. Du siehst halt so lustig aus, wenn du filmst. So voll unsicher sie so. Ich bin der geborene Fotograf. Also Leute, ich zeige euch jetzt Kopenhagen City. Wir haben hier eine Ampel und die überqueren wir jetzt. Das ist halt immer ein Problem, wenn man... Nee, weil meine Lippen... Okay, das ist scheiße. Okay, wir kommen rüber. Schnell. Sophia, komm. Also wir sind jetzt hier bei der Brand angekommen und die haben echt richtig tolle Sachen und immer mit so Vintage Details, zum Beispiel hier so, es ist alles Vintage, es gibt immer nur einmal, also richtig unique und hier auch die Knöpfe sind immer so unterschiedlich, also schaut auch hier. Cool? Mhm. Ich muss mal so spiegeln. Oh ja, richtig cool. And you can put like the bell. Yeah. Yeah. So good. Need to see it. Okay, cool. Looks good. Perfect, thank you. Wie sieht das aus? Gut, aber lang. Sehr lang. Way too long for me. I'm too short. You look like someone from Matrix. Yeah, I told her today. Also with my black code. Okay. So, wir sind jetzt im Hotelzimmer angekommen und das ist mein nächster Look. Das hier, durch Bolero, glaube ich, nennt man das, ist von The Crypt. Dann ein Kleid von Zara. Dann die Boots auch von Zara. Dann eine Tasche von Dior Vintage. Und mein Mantel drüber. Ach ja, und die Sonnenbrille ist von Gucci, auch Vintage. Und dann machen wir gleich los. So, wir sind jetzt wieder im Hotelzimmer. Und mir ist einfach gerade so schlecht von der Taxifahrt. Boah, ich spüre es schon richtig an meiner Stimme. Hörst du, wie rau meine Stimme gerade ist, weil mir so schlecht ist? Also, wir waren auf der Show und es war in 10 Minuten vorbei oder 15. Es gab ganz coole Pieces, tatsächlich so ein paar coole Lederjacken, die ich ganz nice fand. Und dann haben wir draußen noch ein paar Fotos gemacht und sind mit dem Taxi direkt wieder ins Hotel. Ich habe mich jetzt umgezogen, ich habe so ein rotes Kleid an und werde jetzt meine neue Tasche ausführen. Ich zeige die euch kurz mal. Heute gekauft und ich finde die ja so süß und die passt perfekt zu meinem Kleid. Und genau, wir gehen jetzt noch zu Kaya. Da ist heute so eine... Cocktailparty und ich freue mich voll auf Kaya. Genau, ich mache jetzt noch kurz Lip Liner drauf. Ich habe erstmal überlegt, ob ich meine Lippen rot machen soll, aber ich glaube, dann ist einfach zu viel rot. Und hier habe ich noch Ninas Ohrringe, Bottega Fakes von Amazon. Erstmal Lip Liner. Sieht so aus, ist auf jeden Fall von Kylie. Die Farbe 080 Kylie. Ja, und das ist jetzt mein fertiger Look. Ich warte jetzt noch auf Sophia und dann geht's los. Und ich glaube, wir gehen heute Abend noch was essen. Und dann fliege ich ja eigentlich morgen früh schon. Ich glaube um 10.30 Uhr geht mein Flieger. Ich muss noch einchecken. Und ja, that's it. Ja, schlecht.
wir sind jetzt im Restaurant angekommen und zwar essen wir heute asiatisch und sieht hier so gut aus. Ich bin richtig gespannt. Ich glaube, es wird super lecker. Es gibt heute nämlich Sushi. Und ja, let's see. So sieht die Speisekarte aus. Yum, yum, ich habe echt Hunger. Wir haben heute eigentlich nur einmal gegessen, ja, oder? Wir haben einmal gegessen. Viel zu wenig. Krass. Okay, also unser Essen ist jetzt angekommen. Hier einmal Vorspeise, Garnelen, Pak Choi, Reis, Reis, Edamame und Reis. Und wir machen jetzt mal einen Live-Test. Oh, mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Was ist das denn? Ja, so geil, kann jeder machen. Oh mein Gott, wow. Hey Leute, das ist ein Hack. Und zwar, macht eure Stäbe nicht auseinander, dann könnt ihr halt so richtig gut damit essen. Vor allem bei so flutschigen Sachen. Oder du lernst mit der Pizza essen. Mhm. Kann ich schon. Wieder Mamo. Mhm. Schmeckt aber ein bisschen fischig, oder? Wurde ausgelacht. Also muss ich Ihnen beweisen, dass ich auch so essen kann. Also unser Sushi ist jetzt da und das ist einmal Veggie Sushi und das ist, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Verträgst du den oder magst du den? Vertrage ich den. Sehr geil. Ein bisschen frisch mit dem Netz. Mhm. Aber spicy nicht, ne? Mhm. Ich bin jetzt im Flugzeug. Ich fliege nämlich nach Frankfurt zu dem Event von der Caro. Ja, nehme euch da auch ein bisschen mit. Ich habe mich gerade sogar im Flugzeug geschminkt. Das ist eigentlich ganz gut geworden. Wir sind jetzt angekommen. Soll ich das denn machen? Ja, das war ziemlich gut. Okay. Wir essen gerade. Das Essen ist sehr lecker. Die Kollektion seht ihr da. Jarmas, auch sehr schön. Ich fühle mich halt nachher noch ein bisschen mehr. Das ist gerade ein bisschen angenehm. So, wir fahren jetzt zu dem Pop-Up-Store von der Caro. Schaut mal, wer neben mir sitzt. Die Nicole, mit der fahre ich heute auch nach Hause, nach München. Hier 4 Stunden Zugfahrt haben wir vor uns. Findest du meinen Lidschatten schön? Ich auch. Ich habe so Cravings den ganzen Tag schon auf Kaffee. Ja, es gab Kaffee, aber wir haben es nicht gemerkt. Wie, wir haben es nicht gemerkt? Es gab Kaffee gerade. Ja. Es gab Kaffee? Ja, es gab. Okay. Wir freuen uns. Oder? Okay. Okay, let's go. Sieht ja voll cool aus. New York City. Schau mal, wie cool das aussieht in der Kamera. Schaut mal, die Mädels probieren Brillen. Let's see. Großes passt mir nicht. Anna, schau mal her. Doch. Eiche nur mit Metall. Sieht voll gut aus. Echt? Ja. So Leute, wir sind jetzt bei Starby. Ich hole mir gleich einen Döner. Ich denke auch schon die ganze Zeit drüber nach. So. Eist Matcha ist leckerer. Nein, es ist kein Eis. Es ist leckerer. Es ist kein Eis. Achso. Leute, lass mich doch mal reden. Also nein. Falsch. Ich gehe wieder aus dem Bild. Anna ist gerade gekommen und wieder gegangen. Ich so, ich habe einen fatalen Fehler gemacht. Und dann die Soraya so, ich habe vergessen Eis zu sagen. Ich so, ich auch. Ich habe einen entkoffeinierten Latte Macchiato. Mit Hafermilch und zuckerfreiem Vanillesirup. Ja. Oh,
lecker. Auch nicht nur einen Shot, sondern wahrscheinlich mehrere, weil es ist sehr süß. Ich habe nicht gesagt einen. Hast du nicht gesagt, Mensch? Mach mal Taste-Test in die lecker. Kamera. Mein Matcha. Sag mal, seit wann magst du Matcha? Ich hab doch gerade gesagt, ich bin jetzt ein Matcha-Queen geworden. Mhm. Was ist das? Darf ich hier mal abbeißen? Na gut, ich teile mein Essen zwar nicht gerne. Die hat direkt einen fetten Biss gemacht. Boah, das war so ein Riesenbiss. Ich hoffe, es schmeckt dir. Aber ja, ist lecker. So, also meine Kamera geht wahrscheinlich auch gleich aus. Ich schneide jetzt mal ganz kurz hier so ein Abschiedsding. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat mein Vlog gefallen. Und ja, wollen wir alle so Tschüss sagen? Macht's gut! Bye, bye!